So, herzlich willkommen zurück. Und ja, der Noob im Sandkasten, der sucht weiter das Thema Transportbewertung. Ich bin irgendwie noch ein bisschen lost. Aber ich glaube, wir kriegen das langsam aber sicher hin. Im letzten Teil wirklich ganz viel im Mikromanagement hier quasi diese ganzen Wege einfach mal ein bisschen intensiver ausgebaut, sodass mehr Gäste Platz finden. Oh, habe ich tatsächlich noch einen Weg verpasst? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich noch einen Weg verbaselt habe. So, mal, dann müssen wir den aber jetzt hier noch mitnehmen. So, ist halt so, ne? Ja, das war ja doof. Das war ja doof, dass wir das verpasst haben. Naja, egal. So, ich hätte gern noch eine Verbindung, ehrlicherweise, zwischen dem und dem Weg hier. Dem und dem. Ich bin ja so ein Abkürzungsmensch, ne? Das könnte. Es ist nicht schön, ne? Es ist wirklich nicht schön, was ich da mache. So. Naja, es wird noch besser. So, die Aufträge wurden aktualisiert. Nee, wir wollen immer noch die Transportbewertung, auch wenn ich es nicht hinbekomme. Aber wir kriegen es hin. Wir schaffen das. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Ob der Baumeister lässt grüßen. Transportbewertung ist sogar nochmal runtergegangen. Das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Ich weiß gar nicht. Warum? So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Gäste. Die breiten Wege führen wahrscheinlich dazu, dass wir da ein bisschen auch breitere Wege bekommen. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch. So, lasst mal gerade schauen. Wir könnten Patrouille hinzu. Leider ist es nicht so, dass wir die irgendwie auch durchgängig machen können. Ich glaube, das geht nicht, ne? So. Das wäre nämlich total hilfreich. Ehrlich bin. Ne, das ist das Expeditionsteam. So. So, schauen wir mal. Alle abgedeckt. Also, wir haben ja zuletzt noch einen weiteren Dinosaurier erforscht, nämlich diesen hier. Aber wir hatten noch eine Expedition offen dafür. Warte mal, es gab eine, wo beide erforscht worden sind. Ja, ey, wäre nicht so schlecht, ne? Forschen. Wissenschaftler zuweisen. Beiden 50k. Jawohl. Oh, jetzt wieder Sturm. Da könnte was kaputt gehen. Gucken wir mal. Naja, auch schon ein paar Mal. Müssen auch nachher überlegen, wo wir das nächste Gelände hinbauen. Mein Wunsch wäre eigentlich hierhin. Einzig Blöde ist eigentlich, dass hier die beiden Pflanzenfresser unterwegs sind. War schon überlegt, hier vielleicht noch einen von reinzubringen, weil das sind da nicht so viele. Wir haben nur zwei Stück davon, ne? Von diesen Nasu-Dingern. Also die hier sind das ja im Wesentlichen. Jetzt gerade keinen, der hier noch zuständig wäre, aber. Das wäre auf jeden Fall nochmal so ein Teil, dass wir hier noch so ein, zwei noch also hinbringen könnten. Dürften keine Alpha-Tiere sein, aus meiner Sicht. Der ist in Alpha hier, genau. Das heißt also, da müssten wir schon vorsichtig sein. Bei der Extraktion. Wir gucken mal, was ist rausgekommen? Keine? Was? Keine? Nee, das kann nicht sein. Pausiert? Nee, würde schon sagen. Expedition abgeschlossen. Doch sagen. Das können wir schon mal verkaufen. Joa, das ist alles der. Ah, hier war noch. Das ist aber wenig bei rumgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Schade. Schade gerade. Das ist halt auch nicht die Welt, ne?
Gibt's denn keins mehr nur mit diesem Dino-Teil? Das wäre doch noch was, aber ich sehe nicht. Hier ist halt noch so ein Teil, ne? Wobei ich hier zum Freischalten erforschen, da müsste man erstmal gucken, wieso kenne ich denn Expeditionen nicht? Also da wäre nochmal die Frage, wie kann ich Expeditionen noch weiter freischalten? Das ist ja auch spannend hier, warte mal. Das hat was mit Genmodifikationen zu tun. Gruppenanpassung. Ja, geil, dass man auch so Schwimmdinosaurier, ne? Das ist ja eigentlich auch noch so ein Thema, auch sehr cool. Was ist hier? Hier ist irgendwas gesichtet worden. Drei Dilophosaurus. Das ist nicht der, ne? Genau, das ist nicht der. Bin ich gerade noch ein bisschen unglücklich mit. So, warte mal. Dann machen wir jetzt aber hier nochmal einen von denen. Warte mal. Haben wir Genmodifizierung? Mal ganz kurz schauen. Das wäre doch gut, oder? Belastbarkeit. Dann lass uns hier nochmal Wissenschaftler zuweisen. So. Dann sollen die uns nämlich nochmal welche synthetisieren. Also ich fände nochmal gut, wenn wir noch so zwei vielleicht. Zwei gute. Lebenserwartung plus 30. Ne, Alpha brauchen wir nicht noch. Sehe ich eigentlich, ob das ein Männchen oder ein Weibchen ist? Also, nee, ne? Terrorisiert Gäste nie, greift Ranger-Teams näher an, plus 30% Lebenserwartung. Schon top. Das ist schon top. Wenn wir die beiden nehmen. Ist teuer, aber ich glaube, das ist es wert. Könnten wir hier nochmal 2 bei 2? Ist doch arg wenig, finde ich. Im Bereich hier. Wir haben nämlich hier schon Alpha, das ist so ein bisschen mein Thema. Macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, jetzt hier noch ein Alpha reinzusetzen dann. So, da lassen wir nochmal 2 frei. Und dann gucken wir mal nach einem zweiten Saurier entdeckt. Was ist das denn? Lythrosaurus. Schon, also das ist schon eher ein hässliches. Hässlicher Saurier, muss ich sagen. So, wir gucken mal hier, warte mal. Wir könnten, das Idee ist quasi, das wird nachher eh nochmal problematisch, aber wenn wir das jetzt hier hinbauen, dass wir dann sagen, wir bauen hier drum ein Gehege, ja, Level 6 von mir aus. Jetzt ist das Tor, ne? Ich brauche die Zaun, ja. So, hier ist die Grenze. Da muss ich. Also, wenn man mit diesen Linien arbeitet, geht es tatsächlich. Ich habe am Anfang mich da, glaube ich, ein bisschen blöd angestellt. So.
dann. Attraktionen. Ich überlege gerade, warte mal, wenn wir das hier so reinstellen, können wir es ja nicht. Ich sehe den Zaun nicht, das ist mein Problem. Hier ist der Zaun, ne? Mhm. Ja, eigentlich ganz coole Idee, wenn wir das hier hinstellen würden. Ich sag mal, der einzige Punkt, der tatsächlich kritisch werden könnte, ist hier im Wald. Ja. Und wenn wir dann noch, wartet mal, wenn wir dann noch so ein... So ein Ding hier hätten, könnte man... Okay, Toilettenversorgung niedrig, verstehe. Dann einmal hierhin Aufgaben hinzufügen und dann wieder reparieren. Einmal, zweimal. Aber irgendwas kaputt? Nee. Ja, Kinder, Saurier entdeckt so. Achso, ja, jetzt haben wir noch, ein Ding kaputt. Ist mir gerade gar nicht aufgefallen, scheiße. Ist da hinten das Umspannwerk ist noch kaputt. Mhm. Die sind alle zufrieden. Wir haben ja jetzt 4 Stück hier drin. Das passt also. Hätte ja noch Angst, dass es gegebenenfalls irgendwie zu Problemen kommt. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Was ist denn hier hinten? Der hinten, der Zaun, der ist nicht mit Strom bedeckt, oder was? Hm. Wieso muss ich da hinten? Wieso ist da ein Teil nicht mit Strom bedeckt? Das ist mir irgendwie ein Rätsel. Wartet mal. Könnt ihr das nachvollziehen? Der scheint aber komplett durchgängig Strom zu haben. Aber hier... ist irgendwie ein Fehler. Dass ein Ding nicht mit Strom versorgt. Warum nicht? Wieso? Wieso ist der nicht mit Strom versorgt? Ist das zu weit weg, irgendwie? Na komm, dann machen wir das hier noch hin. Haben wir zu wenig Strom? Wartet mal. Das könnte natürlich sein. Haben wir zu wenig Strom? Wo sehe ich das denn nochmal? Wie viel Strom ich noch überhaupt? Das ging doch irgendwo. Wartet mal. Ah, 60 von 60. Okay, wir sind drüber mit unserer Stromeinheit. Deswegen. Dann machen wir nochmal...
Dann bauen wir noch mal ein kleines Kraftwerk, würde ich sagen. Dann schauen wir mal. Saurier entdeckt, auch falsche. Ich dachte mir schon, ich muss da hinten irgendwie noch so eine Spannungsleitung haben, aber das ist ja Quatsch. Eigentlich brauche ich die wahrscheinlich auch gar nicht. Es lag halt nur an dem Kraftwerk, weil das war. Jetzt müsste es kein Problem mehr. Ja. Nicht identifiziertes Leiden. Okay. Dann. Schnell mal schauen, was es hat. So, nicht, dass es irgendwas Ernstes ist. Da müssen wir auf jeden Fall forschen. Aber man sieht schon die Wege, ne? Also diese breiteren Wege, die sind schon nicht so ganz verkehrt. Also das ist schon ganz okay. Wir haben Schutzraumversorgung, ist okay. Transportbewertung, wie gesagt. Das gleiche Problem. Hier ist nochmal. Das ist gut. Ich bin Dr. Kijal Dua. Du schaust nach den Sauriern, ich schaue nach dir. So, was ist denn passiert? Tollwut, okay. Tollwut. Tollwut geht nicht. Wieso fotografiere ein Saurier mit Tollwut? Ist der denn? Hier ist der. Fotografiere ich den denn jetzt? Wie macht man das denn? Wie fotografiert man denn? Herrgott, noch eins. Hier wird aber auch nichts erklärt, ne? Das ist echt der Hammer. Fotografieren. Muss ich das auch wieder als Aufgabe zuweisen? Oder kann das ein Ranger-Team machen? Oder muss ich das machen? Muss ich hier Ego-Perspektive, Standpunkt wählen? Vielleicht hier, warte mal. Niedrige Sicht, Karte öffnen. Wie mache ich jetzt ein Bild? Licht aus, Karte öffnen, niedrige Sicht. Wie mache ich jetzt von dir ein Bild, Johannes? Ja, ich denke mal, es muss es irgendeine Aufgabe sein? Oder ist das hier eine Aufgabe? Behandeln? Geht ja nicht. Der hat ja Tollwut. Tollwut haben wir ja nicht. Also noch nicht erforscht. Jetzt hier nochmal. So, da gucken wir mal hier. Kann der vielleicht sowas machen? Nee, auch nicht. Das ist halt so lächerlich. Nur verstaucht. Schmerzmittel sollten Abhilfe schaffen. Ja, würde ich ja gerne, aber das ist halt. Ich kann den wählen, dann kann ich hier. Ich soll ein Bild von dem machen und jetzt sagt, fotografiere. Wie fotografiert man das denn? Hm.
Wie fotografiere ich das? So, warte mal, jetzt ganz blöd, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Hilfe. Krankheiten. Ja, das ist mir schon klar. Ich wollte Steuerung, warte mal, Kamerasteuerung schwenken. Okay. Kamerasteuerung, nein. Umgebungswerkzeuge. Aufträge. Kameras dabei. Benutze F, um die Kamera aufzurufen, während du ein Parkteam kontrollierst. Okay, gut. Also, da ist ja schon wieder ein bisschen Logik drin. Jetzt gucken wir mal. Also, das ist mal direkte Steuerung. Hallo. Kann ich die jetzt eigentlich hier umfahren oder? Was mir jetzt nämlich ganz klar ist, ist das hier in dem drin oder? Wow. Das Pflanzen. So, jetzt haben wir ein Bild gemacht. Mal gucken, ob ich jetzt. Was ist das? Erstmal kann ich hier gleich, glaube ich, ein bisschen was verkaufen. Ja. Bin hier. Lass mal kurz drüber nachdenken. Ja, ich weiß, dem geht's kritisch. Ich brauche die Forschung hier. So, das muss jetzt schnell gehen, hoffentlich. So, und jetzt kann ich auch helfen. So, die sind hoffentlich gleich da. Schön die sind, ne? Benötigt Statusüberprüfung. Ja, mehr nicht. Ne? Gibt dem Paar keine Tollwutquellen mehr. Perfekt. Sehr gut. So, jetzt haben wir das gelöst. Jetzt können wir eigentlich mal wieder anfangen. Wir haben immer noch das Thema der Wissenschaftler müssen jetzt erstmal ausruhen. Ne? Ja, einmal, zweimal, ja. Und dann hätten wir gleich das Thema Forschung auf jeden Fall am Start. Aber da haben wir jetzt gerade gar nicht genug Leute für. Es war schön, dass wir wieder so viel Geld haben, ne? 4 Millionen. Waren schon mal bis auf unter einer Million runter. Eigentlich könnte man ja, warte mal, wenn wir jetzt noch sagen, wir bräuchten noch ein Hotel, ne? Weiß nicht, ey, das ist hier eigentlich so ein optimaler Ort für ein Hotel.
So. Das ist fertig. Jetzt können wir ihn hier hoffentlich fast abschließen. Gucken wir mal. Sind nur die beiden, oder was? Schade. Ja. Das wäre plus 18%. Ja, ist schon nicht so schlecht, aber geht halt besser. Schade, dass das nur die beiden sind. Aber dann können wir auf jeden Fall gleich der Brutstätte schon mal Gas geben. Saurier entdeckt. Nee. Wir können noch mal gucken, ob es gerade noch parallel hier wäre noch. Schaut mal, hier ist er noch. Gucken wir uns auch noch mal. Ja, ja, jetzt haben wir wieder eine Krankheit geheilt. Jetzt fehlt uns quasi das vierte Ding hier noch. Das finde ich cool. Ich weiß gar nicht, wo wir am Ende, da müssen wir mal schauen, wie wir am besten nachher diese Einbahn herführen. Ob man die dann hier so lang fährt oder hier zurückkommt oder hinkommt. Und ich können wir dann auch ein paar von diesen ekligen Stromleitungen wegnehmen, weil die sind auch richtig hässlich. Da gab es ja auch eine Möglichkeit, das haben wir ja schon gesehen. Das brauchen tun wir ja eigentlich nicht hier. Ne? Ist ja unnötig. So, es ist fast abgeschlossen. Bumm. So, jetzt gucken wir mal. Also wir haben es noch nicht optimal. Ich hätte gerne noch, eigentlich ein bisschen noch mehr hier, seit 600%. Ich hätte gerne 100%. Merkmalchance ist auch scheiße, dass die kränklich ist. Jetzt mal gucken, ob wir hier nicht dann irgendwas tun, dass das... Ja, das ist zu viel. Was ist, wenn ich hier 25 nehme? Und langlebig. Machen wir mal. So, und dann weisen wir zu. Und zwar Ete, Petete. Jawohl. Ja. Machen wir mal. Ich habe noch gar nicht geguckt, was die brauchen. Das muss ich... Oh, das muss ich noch... Oh, das wäre auch noch so ein Thema. Muss ich mal gleich noch schauen, da gibt es auch noch Herausforderungen. Nee. Das noch, muss ich gleich noch mal gucken. Das hier, dass ich das sehen konnte. Oh, die Eier sind ja alle Mist. Riecht aus Futter, Gäste und Dinosaurier in der Nähe zu erreichen. 20% Anziehungskraft, sanftmütig. Weil er intelligent ist. Aber er hat plus 20 Anziehungskraft und der hier hat zum Beispiel terrorisiert Gäste und Ranger nie. Das ist doch eigentlich okay. Das ist schon ein Risiko, das Ding hier. Ich weiß auch noch nicht, was der braucht. Also, ehrlicherweise. Ah ja, hier sehe ich es ja. Sekunde. Doof. Wasser 7, Freiraum 67, Fleisch, klar, und Wald. Okay. Dann müssen wir ihm das hier nochmal so ein bisschen schick machen. Also, Wald hat er, glaube ich. Wasser braucht er ein bisschen. Das würde ich ihm hier gleich irgendwo in die Ecke packen. Ne? Dann, genau, Wald hat er, Freiraum hat er. Fleisch. Ja, Fleisch braucht er. Hm.
Er wird sich wahrscheinlich am Anfang auch einsam fühlen, weil er ganz alleine ist. Wir müssen nochmal Eier synthetisieren. Also das ist bisher das schwierigste Dinosaurier, wenn man das jetzt mal so vergleicht mit dem bisherigen. Das ist ja noch Kinderkacke. Aber dadurch, dass er jetzt hier niemanden angreift, ist natürlich zumindest das. Also, ja, er würde angreifen, sagen wir es mal so. Aber er. Weil er intelligent ist. Aber wir haben halt den Vorteil, dass er jetzt hier besonders eben nicht angriffslustig ist. Schauen wir uns nochmal gerade an. Der abgesetzt wird. Das ist ja auch immer spannend hier für uns zu sehen. So, den habe ich aber schon in die Dings gepackt. Ja, habe ich ihn. Ich glaube, der ist auch jetzt noch zu einsam. Es wird ihm, glaube ich, am Anfang keinen Spaß machen. Weil er braucht definitiv eher noch ein paar. Dieser Dinosaurier ist aus mehreren Gründen wichtig. Klar, alle Saurier sind wichtig. Aber um den Deinonychus hier haben Paläontologen jahrelang hitzige Diskussionen geführt. Nämlich darum, ob Saurier kalt- oder warmblütige Tiere waren. Seit wir sie hier im Park beobachten können, haben wir unsere Antwort. So, dann gucken wir uns das nämlich gleich mal an. Wieder, ah ja, es ist so krass, wie der einfach die Gäste umfährt, ne? Jo. Das, wie, das soll backen? Auf gar keinen Fall. Einsam. Okay, ja. Komfort 70. Gucken wir nochmal. Wald ist erfüllt. Fleisch, Freiraum ist erfüllt. Wasser ist erfüllt. Wald ist gerade so erfüllt, aber Bestand ist zu niedrig. Ne? Bestand ist zu niedrig. Da braucht man noch mindestens ein oder zwei weitere. Und dann würde der sich auch wohlfühlen. Ich hoffe, es hat euch heute wieder Spaß gemacht mit Jurassic World Evolution 2. Und im nächsten Teil hoffentlich dann mit einem zweiten Dinosaurier, der dann auch hier noch reinpasst. Bis dahin, euer Kentrigo. Ciao, ciao.